Was hier gerade passiert, ist sicherlich nicht jedermanns oder Fraus Geschmack. Und so manch einer hat gehörigen Respekt, aber von vorne. Vielen ist das rotbraune Klinkergebäude an Semmerats Ampel wohl noch als Café Peters in Erinnerung. Seit über einem Jahr inzwischen gibt es hier zum Café, den Kunden hier gerne einmal angeboten bekommen, jedoch keinen Kuchen mehr, sondern was unter die Haut. Mit Lucky Lines hat sich hier an prominenter Stelle ein Tattoo-Studio niedergelassen. Dahinter steht der Aachener Tattoo-Künstler Lucky, wie er sich selber nennt. Neben Lucky selbst sind hier auch regelmäßig Gastkünstler aus der weltweiten Tätowierszene, unter anderem aus Spanien, Portugal oder auch Brasilien zu finden. So ein Tattoo, wie es hier Erik Jansen heute bekommt, ist jedoch mal nicht auf die Schnelle gemacht. Das kann schon mal 3-4 Sitzungen mit jeweils 6-7 Stunden dauern. Aber dir ist bewusst, dass das nicht alles in einer Sitzung zu machen ist, sondern dass das mehrere Sitzungen dauert? Das ist mir bewusst. Also die anderen Tattoos zum Beispiel, die gingen ja alle an einem Tag. Dass das jetzt länger dauert, das ist mir schon bewusst, vor allem bei der Größe. Aber ich komme gern zum Tätowierer, das ist immer entspannt. Und deswegen stört mich das keineswegs. Zuallererst gestaltet der Künstler dafür nach den Wünschen, Fotos und Vorgaben des Kunden das Tattoo-Motiv auf seinem Tablet. Das dient hinterher dem Tätowierer als Vorlage und zur Orientierung. Was ist das jetzt für ein Motiv, was du dir jetzt auf den Rücken stechen lässt? Das ist der Schädel von Wacken. Das ist das Wacken-Logo. 2023er. Da sind die, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die Wikinger-Initialien oder wie nennt man das? Ja. Fand ich vom Design auch ein bisschen schöner. Also der Wackenschädel ist sonst sehr einfach gehalten. Und Lucky kam dann mit der Idee, den 23er Schädel zu nehmen. Und ja, dann haben wir das auch so gemacht. Oder sind wir jetzt gerade dran. Und genommen habe ich das Logo, weil das eben das Metal Festival ist und da Metal Musik für mich sozusagen abseits vom Alltag alles ist, fand ich, war das sehr, ja, wie soll man sagen, war es das beste Logo, was ich mir hätte aussuchen können. Daraus entsteht im nächsten Schritt das sogenannte Stencil, quasi die Blaupause mit den Outlines, also den Umrissen des späteren Tattoos, was dann auf die Haut übertragen wird. Mit verschiedenen mehr oder weniger feinen Nadeln auf der Tätowiermaschine geht es dann los. Die speziellen Tattoo-Farben werden unwiderruflich bis in die zweite Hautschicht eingebracht. Viel Gefühl und eine ruhige Hand benötigt der Tätowierer nun. Und viel Konzentration, denn einen Fehler darf Lucky sich nun nicht mehr erlauben. Zuerst werden die übertragenen Linien gestochen. In späteren Sitzungen sind dann die Schattierungen an der Reihe, die dem Tattoo sein teils fotorealistisches und oft auch dreidimensionales Erscheinungsbild verleihen. Ganz schmerzfrei ist das Ganze jedoch nicht. Aber nee, tut eigentlich fast gar nicht weh. Also ist ein Unterschied am Rücken jetzt zu den Armen, aber ist jetzt auf keinen Fall so, dass das jetzt extrem weh tut. Man merkt es natürlich, aber mehr als ein bisschen stärkeres Kratzen ist es nicht. Das ist also nicht dein erstes Tattoo, wenn du sagst, an den Armen. Nein, das ist nicht mein erstes. Ja. Ich habe die jetzt alle beim Lucky stechen lassen. Und mein erstes war mit meiner Schwester zusammen. Nummer 1, Nummer 2 haben wir da stehen. Steht dafür, dass sie das erste Kind meiner Eltern ist und ich das zweite. Und das hatten wir schon vorher ganz lange besprochen, dass wir das machen wollen. Und das haben wir dann auch beim auf dem 18. Geburtstag dann gemacht. Ja. Aber das ist nicht nur was für harte Kerle. Männer wie Frauen von gerade mal 18 bis weit über 70, wie Lucky erzählt, lassen sich hier ihr Wunschmotiv auf bzw. unter der Haut verewigen. Vom kleinsten Freundschafts-Mini-Motiv bis hin zu ganzen Oberarmen oder wie hier Rücken ist heutzutage die Tätowierung längst keine Nischenkunst mehr, die dem einst zwielichtigen Milieu der Seefahrer, Rocker oder Knastbrüder vorbehalten ist. Tätowieren hat sich zu einer wahren Kunstform entwickelt, die man heute als Modeaccessoire auf der Haut trägt. Die Gründe für ein Tattoo und dessen individuelle Bedeutung sind dabei so vielfältig wie die Menschen, die sie sich stechen lassen.
Aber man sollte sich bewusst sein, dass das, was man sich hier vielleicht aus einer Stimmung oder Laune heraus tätowieren lässt, ein Leben lang mit sich trägt. Du hast vorhin gesagt, eigentlich sollte das ursprünglich gar nicht auf den Rücken. Ja, das sollte ursprünglich auf den Oberarm. Aber da zum Beispiel die Hörner, sehr weit auseinander gehen und mein Arm jetzt nicht den größten Umfang hat, abseits meines Astralkörpers, kam Lucky dann mit der Idee, komm, wir machen das einfach riesig auf den Rücken und ja, dann haben wir gestern darüber geredet und ja, heute liege ich hier. Nur eins ist auf jeden Fall sicher, mit dem Tattoo-Artist Lucky ist diese Kunstform noch endgültig in herausragender und professioneller Qualität in der Eifel angekommen. Ja, und bei mir im Studio ist jetzt der Lucky. Hallo Lucky, willkommen im Eifelblick-Studio. Ja. Zunächst die Frage, was macht der Rücken von Erik? Der verheilt ganz gut. Erik ist sowieso ein schmerzfreier Kandidat. Und wenn man es ordentlich sticht, dann kann es auch ordentlich verheilen. Also. Ja, ihr hattet, glaube ich, zwischenzeitlich schon die nächste Sitzung. Also ihr seid schon ein bisschen weiter mit dem Bildchen. Wie lange wird es noch dauern? Ja, geplant waren erst 4 Sitzungen, es werden aber bestimmt 5, 6. Das wird ein ganz filigranes Tattoo, also ein kompletter Rücken. Da bin ich mal gespannt, vielleicht werden wir irgendwann noch mal das Ergebnis hier noch sehen. Mal zu dir, wie kommt man auf diese verwegene Idee, in der Eifel ein Tattoo-Studio zu machen? Ja, das ist eine längere Geschichte. Die Kurzfassung. Grundsätzlich fing es damit an, meine Tochter hätte gerne ein Tattoo gehabt. Sie war erst 16 und ich habe sie begleitet, weil man ja erst ab 18 tätowiert werden darf, außer mit Einverständnis der Eltern. Da bei diesem Termin habe ich dann auch den Tätowierer kennengelernt. So fing das dann an. Ich habe am Bau gearbeitet damals noch, Bausanierer war ich. Dann habe ich 1, 2, 3 Tattoo-Studios für ihn umgebaut. Und beim dritten Tattoo-Studio bin ich dann selbst drin hängen geblieben quasi. Also das Tätowieren hat mich sehr interessiert, der hat mir das ein bisschen beigebracht. So hänge ich jetzt drin. Hat sich die Kunst des Tätowierens in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Nochmal zu dem Stichwort Arschgeweih, das war ja so der Klassiker, den man früher hatte. Hat sich da einiges geändert, denke ich. Also Arschgeweih gibt es auch sicherlich heute noch. Aber stichst du heute noch? Gibt es heute noch Wünsch danach? Speziell nach dem Arschgeweih nicht, aber es gibt Ersatz-Arschgeweih. Okay. Also es gibt immer moderne Sachen, die jeder haben muss und in 10 Jahren bereut man es dann vielleicht ein bisschen. Aber grundsätzlich hat sich die Technik, wie man sticht, die Nadelqualität, Qualität der Maschinen, alles hat sich geändert und verbessert und dementsprechend sind auch die Tattoos heute filigraner und sauberer gestochen als vor 20, 30 Jahren. Was ist denn so eine klassische Modesünde, wo du sagst, da wird man sich, was man jetzt modern ist, was man in 10 Jahren vielleicht, wo du beim Kunden, ich meine, wir wollen jetzt keine Kunden vergrauen, aber wo du vorher schon sagst, Naja, Sterne sind immer sehr gefragt, lässt aber schon nach. Das aktuellste, neueste, wo wir gesagt haben, das ist das neue Arschgeweih, sind die Eternity-Schleifen, die Endlos-Schleifen, Unendlichkeitsschleifen, das wird viel gewünscht. Ist so eine Modesache zum Beispiel. Was für Menschen sind denn das, die sich tätowieren lassen? Also wie gesagt, früher hatte man da ja so einen klassischen, das ist der Rocker oder der Seemann. Das ist ja heute nicht mehr so, wie man ja sieht. Das sind sie heute auch noch, aber mittlerweile kann sich jeder tätowieren lassen oder lässt sich auch jeder tätowieren, der eine Idee hat, weil es wird immer gesellschaftsfähiger. Das hat nichts mehr mit Knast oder Verbrechen oder Seefahrt zu tun. Das ist ein Ausdruck von Lebensgefühl. Das heißt, es geht querbeet durch alle Altersklassen, Geschlecht ist egal, auch durch die Gesellschaftsschichten verschieden durch. Es fängt bei 16 an und hört bei 80 noch lange nicht auf. Meine älteste Kundin war 76, die hat sich nochmal die Buchstaben ihrer verstorbenen Söhne zur Erinnerung auf den Arm tätowieren lassen und war super glücklich danach. Ja, das ist schön. Jetzt bist du bei dir im Studio ja aber nicht der Einzige, der tätowiert. Du hast ja in regelmäßigen Abständen auch immer Gäste da. Genau, Gastartist, hauptsächlich aus Spanien. Ich tätowiere selber am wenigsten noch im Studio. Das meiste machen tatsächlich meine Gasttätowierer. Einfach,
weil sie einen sehr hohen Qualitätsstandard in Spanien haben, Spanien oder anderen südlichen Ländern, was hier sehr gut ankommt. Wie kommst du an diese Artists? Gibt es da Messen oder Conventions oder ist das so eine Szene, wo man sich untereinander kennt oder wie kommt man an die Leute? Man kann sich überall kennenlernen. Hauptsächlich läuft das heute über Instagram. Man sieht einen Account von einem anderen Tätowierer, folgt ihm, interessiert sich für seine Arbeiten, nimmt Kontakt auf. Und wenn man einmal einen Kontakt hat, dann geht das auch auf Weiterempfehlungen oder man geht mal auf eine Messe und lernt jemanden kennen. Hm. Also die Welt steht offen heute. Es war gerade Anfang des Jahres, oder es ist immer wieder die Diskussion, die Problematik mit Farben tätowieren. Es wird ja immer viel diskutiert. Man sieht immer noch viele Tattoos mit Farbe. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, es geht aber nur noch in Schwarz-Weiß. Wie ist da so die Entwicklung aus deiner Sicht? Also erst haben alle befürchtet, Tätowieren mit Farbe wird nie mehr möglich sein. Aber das ging dann doch ganz schnell, wobei die Industrie lange Zeit gepennt hat. Es war ein langer Rechtsstreit mit den Farben. Am Ende haben sie dann doch ruckzuck neue Farben entwickelt. REACH-konform heißen die jetzt. Also Chemikalien, mit anderen Inhaltsstoffen, die dann europamäßig quasi erlaubt sind. Wenn ich mich jetzt tätowieren lassen möchte, worauf muss ich mich einstellen? Also was erwartet mich? Wie lang ist so eine Heilung? Wie stark sind die Schmerzen? Muss ich mich besonders darauf vorbereiten? Wie sieht das aus? Also ein Tattoo heilt in der Regel 14 Tage, ob ein großes oder ein kleines Tattoo, dass die Haut heilt halt gleich lang. Ja, worauf muss man sich einstellen? Man muss sich schon auf ein bisschen Schmerzen einstellen. Jede Stelle am Körper schmerzt ein bisschen anders und jeder empfindet das auch anders. Der eine findet es schön und der andere leidet dann wieder. Genau. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, der Lucky ist da sehr zärtlich und die Schmerzen hielten sich wirklich sehr in Grenzen. Wie lange dauert denn so ein Tattoo, wird ja oft gefragt, und was kostet das? Das ist natürlich immer die Frage, ich möchte, was kostet das? Ich sehe es in verschiedenen Internetforen, wo man fragt, ja, was kostet denn so ein Tattoo? Die klassische Frage wahrscheinlich. Auch dann von bis. Also es gibt eine tolle Frage, was kostet ein normales Tattoo? Und dann fragen wir, in welcher Größe? Ja, in einer normalen Größe. Was ist normal? Das gibt's nichts. Also es fängt an bei Mini-Tattoos um die 40 Euro. Manchmal gibt es Sonderangebote. Dann kann man auch schon für 25 Euro ein kleines Tattoo bekommen. Das ist dann ein Herz oder ein Blümchen. Bis hin nach oben offen. Wenn man einen Arm mit Realistik-Tattoos voll haben möchte, bezahlt man natürlich etwas mehr, als wenn man ein kleines Herzchen bekommt. Aber die Preise sind da offen. Zu dem Thema Angebote ist nur zu empfehlen, wirklich dir auf Instagram oder Facebook zu folgen. Das habe ich selber schon gesehen. Immer wenn es mal wieder so Angebotsgeschichten gibt, bewirbst du das ja auch sehr gut, so dass man da auch, wenn man so ein bisschen preisbewusster ist oder einfach nur ein schmales Portemonnaie hat, da ja auch mal nachgucken kann. Wie ist das? Gibt es da eigentlich fertige Vorlagen oder arbeitet ihr da ganz nach dem Wunsch des Kunden? Es gibt komplett fertige Vorlagen, die wir auch 1:1 dann tätowieren würden. Vorzugsweise wollen wir natürlich unsere eigene Kunst auf die Haut bringen. Das heißt, der Kunde kommt mit einer Idee, hat bestenfalls noch ein Beispielfoto dabei. Und dann kann man auf dieser Idee aufbauen und sein eigenes Motiv quasi zusammenstellen. Das Internet bietet alle möglichen Motive an. Da ist dann auch ganz schnell was zusammengestellt, was sonst noch kein anderer hat. Aber ihr beratet auch gerne und habt natürlich auch Spaß daran, Sachen neu zu entwickeln und nicht nur einfach abzumalen, denke ich. Ne? Am liebsten ja. Manchmal ist eine gute Beratung auch nötig, weil manche Kunden haben Vorstellungen, die man nicht realisieren kann. Und dann wären sie enttäuscht, wenn man sie nicht richtig beraten würde, dass es dann anders aussieht, als sich das vorgestellt haben. Aber es muss ja auch über Jahre schön aussehen und nicht nur beim ersten Stich. Muss man einen Termin haben, wenn man sich tätowieren lassen möchte, oder kann man einfach so reinkommen und sagen, tätowier mich? Am besten hat man natürlich einen Termin. Für ein großes Projekt ist eine Vorbesprechung nötig. Dann bei dieser Vorbesprechung macht man dann einen Termin aus, wo es am besten passt. Oft geht es aber auch ganz spontan. Wenn das Terminbuch noch nicht voll ist, dann kann man auch zwischendurch mal ein größeres Tattoo machen ohne Termin. Das passt schon. Ja, vielen Dank. Und ich bin sicher, wir haben uns auf jeden Fall nicht das letzte Mal gesehen, wenn auch vielleicht nicht hier vor der Kamera. Vielen Dank für deinen Besuch. War mir eine Ehre.